Leute, hier drüben, hier, hier hinten, hier, ich bin Da Vinci. Habt ihr schon mitbekommen? Deutschrap ist fresher denn je. Und weil Enno das Ganze gesagt hat, ist er ja wahrscheinlich auch derjenige, der am fresher ist, oder? In diesem Video soll es einfach mal darum gehen, euch zu zeigen, was Enno für eine Person ist. Wie er seine Musik eigentlich komplett klaut, wie er durchgehend beleidigt und wie er langsam aber sicher immer weiter nach unten geht. Und ich würde sagen, der erste Punkt... Ey, Michi, Ehre, du kannst auch Köfte spielen, nicht? Da bin ich jetzt nicht der Einzige, der jetzt gleich beleidigt wird. Uns da einfach mal angucken, ach, ist Dürüm. Musik. Ich möchte hier halt nicht mal sagen, ob ja, ich Dürüm die Musik jetzt gut finde oder nicht. Weil das ist ein rein subjektiver Punkt und der würde halt... Marco, danke für die Follow. Was man aber auf jeden Fall machen kann. Ich kann euch hier Tracks zeigen, die Enno einfach 1:1 aus dem amerikanischen oder auch französischen Raum geklaut hat. Sei es jetzt der Beat, die Melodie oder der Flow. Und ich würde sagen, hier fangen wir auch gleich mal an, weil sonst geht das Video halt eine Stunde. Zum Beispiel Alexo Deco, moin. Souvenir aus dem Jahre 2019. Der klingt komischerweise 1:1, genauso wie Butterfly-Effekt von Travis Scott. Dann hat Enno unter anderem auch den Song Penthouse rausgebracht. Der klingt vom Flow und von der Aufmachung her halt genauso wie Soul King Gorilla. Oder auch sein Track Kommunikation. Der ist halt wirklich... Da Pappen, ich grüße dich, ich hab da schon vorhin Hallo gesagt. Gebaitet vom französischen Song Mr. Kling, von Sass, Je, Wo oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich musste das auch gerade ablesen. Sorry Leute, ich spreche kein Aufgeben. Auch der Song Was machst du klingt komischerweise wieder... Oh Mann, ist eigentlich relativ los, was er hier für Sprüche raushaut. Max, sag's, schön, dass du da bist. Nein, ich komme nicht aus Nähe Leipzig. Nähe Zwickau komme ich. Ja, also das hatten wir uns ja auch schon mal angeguckt mit dieses Deutschrap ist fresher denn je. Ist halt wirklich gefühlt alles 1:1. Man kann nicht sagen kopiert, weil es ist ja immer dann noch der eigene Style. Man kann ja Samples, kann man ja sozusagen sich kaufen oder nachmachen. Dann ist ja wieder was ganz anderes. 1:1 wie ein anderer Song. Immer 5000 so viel. Und zwar What's Popping von Jack Harlow. Mann, das sind komische Zufälle, die wir hier die ganze Zeit finden, oder? Wir sind aber immer noch nicht am Ende. Ich meine, Enno macht das ja nicht mal so, dass er versucht, das Ganze irgendwie geheim zu halten. Sondern manchmal ist es halt schon wirklich sehr offensichtlich, muss man sagen. Naja, ich meine, wenn man das mal so anguckt, er kopiert sozusagen immer Songs, die halt extrem bekannt sind. Also das ist halt schon ziemlich los. Beispielsweise sein Track Wo, Wo, Wo. Klingt halt wirklich 1:1 wie Oh, Yo, Yo von Jay Martins. Und ich meine, merkt man ja eigentlich fast schon am Titel, dass da was dran sein muss. Bei seinem Jam FM Exclusive hat er zum Beispiel einfach mal die Hook 1:1 von Soul King Milano übernommen. Ja, stimmt, das habe ich auch. Das haben wir sogar angeguckt, oder? Haben wir das nicht angeguckt, als Enno einfach alles kopiert hat, auch dieses von Jam FM? Diesen Live-Auftritt, es ist hart, es ist wirklich hart. Das ist sehr das ist immer schwierig. Wieder, muss ich sagen. Shay hat den Track Bitch rausgebracht oder irgendwie so, keine Ahnung, bei Aussprache bin ich halt nicht so wirklich drin. Enno dachte sich... Max Dax, ich muss mich demnächst nochmal damit auseinandersetzen, vielleicht kommt nochmal was. Natürlich so, oh shit, here we go again. Und er hat kurz darauf den Song Kalash rausgebracht. Ebenfalls sind hier wieder deutliche Parallelen zu hören. Enno dachte sich dann ebenfalls so, ach Bruder, ich glaube, ich bringe einfach mal Visa ohne Limit raus. Auch der Track ist natürlich mal wieder geklaut und zwar von Nicki Minaj, Creepy Kush. Lustigerweise ist halt sogar Enos erste Videoauskopplung Wer macht Para einfach mal geklaut. Und zwar von Delvin 50 Grand. Könnt ihr einfach mal reinhauen, klingt halt wieder ziemlich identisch. Lost. Er klaut halt einfach fast jeden Song, den er rausbringt. Sich mal ein bisschen inspirieren zu Party, lassen oder Sachen zu samplen, ist ja gar nicht mal so schlimm. Aber du hast Pluspunkte bei mir gemacht. Warum Reportagen-Spartare? Sag mal Bescheid. Du hast wirklich gar keine Kreativität, weil du einfach alles von irgendwelchen anderen Künstlern übernimmst. Was nimmst du dir eigentlich raus zu sagen, dass Deutschrap fresher denn je ist und ihr Amerika seine Mutter gefickt habt? Wo denn bitte? Beim Clown oder was? Dazu gibt Enno das Ganze ja nicht mal zu. Er wurde beispielsweise bei einigen Songs schon drauf... Da, übrigens, war Enno nicht derjenige? Nee, das war Ferru. Das war Ferru 47. Heißt der Ferru 47? 47, keine Ahnung. Oder 74? Ich weiß gerade nicht ganz genau. War es nicht so, dass Chio den Track RIP, also Rest in Peace, rausgehauen hat? Und Ferro hat gesagt, das stimmt nicht, so ein Keck, der hat keine Aufmerksamkeit. Obwohl Chio eigentlich 1000-mal krasser ist als Ferro. War zu nice. Darauf angesprochen, dass die halt wirklich 1:1 gleich sind. Für mich ist das alles Mero. Und entweder, das du stimmt. Hältst halt einfach deine Schnauze, wenn du nicht willst, dass... Ja stimmt, Chio, der möchte gern Rapper. Ja, so ist es, genau das, was ich gesagt habe. Dass darüber irgendjemand redet, oder du gibst es halt zu, wenn du dich dazu äußern musst. Die ist nicht da, aber die kommt vielleicht noch. Mal schauen. Digga, bin ich irgendwie taub oder höre ich das nicht? Ja, anscheinend bist du irgendwie taub. Multi-Ehre. Der Flow ist 1:1 gleich, die Aufmachung ist 1:1 gleich. Bro, was willst du noch für Beweise haben? Wie kann man denn so wenig Kreativität in seine Songs packen? Früher haben Deutschrap noch Leute gemacht, die was zu sagen hatten, die eine Message verbreiten wollten, die dafür gelebt haben. Leute wie du sind der Grund, warum Deutschrap einfach komplett am Boden ist. Weil es eben um diese ganzen Sachen nicht mehr geht, sondern einfach nur noch darum, die nächste Sache zu klauen, die irgendwie Reichweite bekommt, um sich dann die nächste Rolex-Fake-Uhr zu kaufen. Was ich halt eben
ebenfalls nicht verstehe, ist die Tatsache, dass der Typ wirklich durchgehend beleidigen muss. Es gibt zum Beispiel ein Video von der Instagram-Story von ihm, da hat er einfach so ein Kind beim Schlittschuhlaufen beleidigt. Digga, was ist denn mit dir los? Das ist ein Was? Der hat ein Kind beim Schlittschuhfahren beleidigt? Hat er den hier beleidigt? Ich habe gehört, ihr habt die Master-Version von Mercedes schon. Auf jeden Fall diese Version. 4800, krank. Lebo, was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Ich fick all deinen Toten, du Huren. Alter. Was verursacht hat, dass es sich so verbreitet. Ich fick all deinen Toten, du Hurensohn. Deine Mutter, deine Schwester, deine Freundin, deine Großmutter. Freundin einfach. Es ist einfach die Freundin. Also ich glaube wirklich, wenn... Hätte er wirklich null Leute, die ihn anhören würden. Dann wäre er jetzt, glaube ich, echt der abgestürzteste Vogel auf dem Planeten. So, das Hurensohn, deine Leiche. Junge, wir können das nicht angucken. Wir können das, also das können wir nicht angucken. Weil das ist einfach, glaube ich, auch für Twitch ein bisschen zu hart. Alter, was ist denn das für ein Ja, ist wirklich ein abgehobener Mann. Ima ist wirklich so. Was, Nick Sunry, wirklich, Bruder? Ey, mach Platz mit deinem Pinguin, Alter, bevor ich dich umhau. Ich wüsste dir, Alter, kleine Pisse, Alter. Also ich bin schon kein Fan von Mustang, ne? Aber das ist einfach, also das ist ja mal dieses andere Asoziale. Kleinkind, Mann. Gebt einfach mal Enno beleidigt bei YouTube ein. Jungs, da könnt ihr halt ein 30-Minuten-Video draus machen. Beispielsweise hat wohl irgend so ein komischer Typ mal seinen Song geleakt. Ist nicht in Ordnung, gar keine Frage. Die grüne Karte muss fliegen. Was macht Enno dann? Bringt eine Story raus, wo er sagt, dass er wirklich jeden fickt, auch seine toten Verwandten, seine Mutter, seine Schwester und macht da die ganze Familie runter. Was hast du jetzt davon? Stehst du dadurch jetzt irgendwie besser da oder sowas? Was denkst du denn, was der Typ jetzt macht? Dass der zu Hause heulend in der Ecke liegt? Junge, der wird dich wahrscheinlich noch mehr auslachen. So wie halt ganz Deutschrap dich mal. Hast du schon den neuen Track von Reportagen gehört? Ja, den haben wir schon gehört. Sehr, sehr stabiler Track. Ist einer meiner Lieblingssongs tatsächlich von Reportagen, weil ich mag das ruhige, den deepen Real Talk über ihn sozusagen. Wild. Momentan auslacht. Dann hat er zum Beispiel mal einen Jungen beleidigt und im Auto wohl auch zumindest eine Ohrfeige gegeben, weil die im Auto laut dieses Berlin, was geht ab? Gehört haben. Wo ich mir auch wieder so denke, was soll das? Ja, sowas kann natürlich nerven, wenn man da einen Auftritt verkackt hat. Aber Gewalt ist doch keine Lösung. Denkst du jetzt, das hat irgendwas gebracht, diese Leute da zu hauen? Ich meine, das wurde im Endeffekt wieder veröffentlicht und du stehst jetzt wieder schlechter. Weil du offensichtlich ein Aggressionsproblem hast. Dann wurde ihm mal vorgeworfen, eine Fake-Uhr zu tragen. Da haben dann auch Leute wie Flair zum Beispiel kommentiert. In seiner Story hat er dann später gesagt, dass das keine Fake-Uhr ist. Star Wars Loverfin, ich weiß nicht, wie das Sascha macht, keine Ahnung. Sondern die nachbesetzt ist. Danach hat er noch von jedem die Mutter beleidigt, der da kommentiert hat. Also auch die Mutter von Flair. Auch das wieder. Was soll das? Denkst du, du hast jetzt irgendwie mehr Recht, weil du am Ende noch irgendwelche Mütter beleidigst? Wie wäre das, wenn du Lehrer bist? Wenn die Kinder was Falsches sagen, dann sagst du die richtige Antwort an so, Bruder. Jo, Simon, alles klar, Bruder. Schön, dass du da warst. Und deine toten Verwandten. Und deine Schwester. Jetzt verpiss dich, du Piatsch. Ob die Uhr jetzt am Ende wirklich gefälscht ist oder nicht, kann ich halt nicht sagen. Es gibt aber noch andere Fotos, wo man zum Beispiel sehen kann, dass er anscheinend diese Louis Vuitton-Jacke hier gefälscht getragen hat einfach. Ist halt wirklich schon sehr cool mit... Junge, natürlich ist das gefälscht, weil das Ding ist halt, also da zumindest habe ich so das Gefühl, viele Leute, die denken, ja, diese Rapper, die sind alle reich, ne? Die sind automatisch reich, sobald die dort sind. Aber es gibt auch einige, die wohnen noch bei den Eltern, weil die... Und man denkt einfach, ja, die sind krass reich, die fahren ja mit einem Lamborghini rum, die fahren mit einem krassen Mercedes rum. Aber das meiste ist halt entweder geleased von irgendeinem anderen Rapper oder von dem das Label gehört. Ja, oder keine Ahnung, oder die haben sich den halt mal kurz gemietet für den kurzen Aufenthalt, aber es ist halt einfach nur mega lost. Fälschen Markenklamotten zu flexen, also was Geileres fällt mir im Endeffekt auch nicht ein. Bruder, Deutschrap ist fresher denn je. Bei einer Asiatin hat er zum Beispiel mal am Telefon einfach fick deine Mutter gesagt, weil die im Hotel da irgendwas falsch gemacht haben. Danach ist er sogar noch zur Rezeption gegangen, hat dann so gesagt, ja, ich hab sie beleidigt, weil sie das verdient. Junge, ich meine, das ist Real Talk, ne, er sieht halt auch aus wie ein Fisch. Er sieht halt, ich finde, ganz ehrlich, das ist jetzt noch nicht mal böse gemeint, aber das ist mir so aufgefallen. Ich finde, Enno sieht aus wie ein Goldfisch. Das ist wirklich, nimmt das nicht zu Herzen, aber ich finde, er sieht aus wie ein Goldfisch. T-Shirt und hat dann die Rezeptionistin einfach nochmal beleidigt.
Was soll sowas? Wie menschenverachtend ist das denn bitte, zu irgendwelchen Menschen zu gehen und die zu beleidigen, einfach nur, weil die das halt nicht verstehen? Und inwiefern haben die das denn verdient? Weil die vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben? Hast du noch nie irgendeinen Fehler gemacht? Wenn ja, dann hör dir mal deine ganzen Alben an, da finde ich ganz schön viele Fehler. Keine Ahnung, ob du denkst, dass du durch diese Beleidigungen irgendwie cool oder sonst irgendwas wirkst, aber das ist halt einfach abnormal peinlich. Die einzigen Leute, denen du damit imponierst, sind halt 12- bis 16-jährige Kids. Klar, wenn du ein Typ bist, der sein niedriges Selbstbewusstsein dadurch aufbauen muss, dass er von 12 bis 16-jährigen Kindern gefeiert wird, weil er jeden und alles beleidigt. Bro, dann macht das halt. Für Außenstehende kommt das aber wirklich sehr unangenehm rüber. Ich meine jetzt mal Real Talk. Wenn ich dir sagen würde, dass ich... Hast gerade Pluspunkte gesammelt, Bruder. ...deine ganze Familie ficke, deine toten Verwandten und was du nicht noch alles von dir gelassen hast, dann wissen wir beide, dass du morgen mit 50 Leuten vor meiner Tür stehst und mich zusammenboxen wirst. Aber wenn du das gegen alle möglichen Personen machst, die nichts gemacht haben, ist das absolut in Ordnung oder was? Was ist das denn für eine komische Doppelmoral, die du da fährst? Ich bin halt auch wirklich der Letzte, der jetzt irgendwie rausgeht und sagt, du musst jetzt das perfekte Beispiel oder sonst irgendwas sein. Aber was gibst du deinen Zuschauern damit mit? Naja, dass es halt in jeglicher Situation in Ordnung ist, andere zu beleidigen. Das werden deine Zuschauer halt ebenfalls machen. Und ich kann dir sagen, das ist... Laxi. Schön, dich zu sehen. Guten Tag. Sven, grüß dich. Ja, ich habe meine Haare nicht gemacht. Ich kam gerade vom Training. Dann habe ich geduscht und habe aus Versehen Spülung reingemacht. Leute, eigentlich für meine Freundin für lange Haare Spülung. Und ich habe es verwechselt mit Shampoo und habe dann die Spülung und dann sind die Haare so übel, also so mega weich und dann kann ich dir, vergiss es einfach. Warum ist dein Mikrofon so übersteuert? Ist das übersteuert, Leute? Mir hat noch niemand Bescheid gegeben, dass es übersteuert ist. Julian ist am Start, grüß dich, Bruder. Ja, wenn es übersteuert ist, Leute, na, dann sag doch mal eher Bescheid. Das muss immer erst mein Bruder sagen, das ist halt ein großes Problem. Ist es nett? Ja, ist es? Übersteuert wie Sau? Toll. So, ich hab's jetzt auf 65 gemacht, davor war's auf 71. Hast du gerade eben mein... Sie guckt meinen Stream einfach, das ist halt einfach dieses andere krank. Ja, hier, seht ihr, das ist nicht gegelt. Ich würd's auch gelen. Ganz ehrlich, ich würd's gelen, aber ich kann's nicht mehr. Leute, Laxi-Mode, das ist doch ein Zeichen für Laxi, oder? Das ist doch ein Zeichen für Laxi, sehr, sehr ehrenhaft. Übersteuert immer noch, ja, Sven, halt's Maul. Wirklich, das ist halt, weißt du, das ist halt, das verstehe ich nicht. Du bist mein Bruder und dann möchtest du mich hier ärgern. Ist deine Freundin gerade bei dir, Sven? Bestimmt schon. Das wird mich mal interessieren. Dass irgendein Zuschauer von dir irgendjemanden beleidigt hat, der dann auf die Fresse dafür gekriegt hat. Toll, deine Zuschauer müssen wegen dir leiden. Laxi, überteuert, schreibt sie rein. Was ist denn jetzt überteuert? Weil du denen einfach zeigst, dass sowas ja ein unnormal geiles und normales Verhalten ist. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Das Gute ist halt momentan, dass Enno immer mehr an Reichweite verdient. Und das halt wirklich absolut verdient. Wenn man zum Beispiel einfach mal bei Instagram so schaut, dann verliert er da... Also der macht ja mehr... Der macht ja einfach mehr Minuszahlen, ne? Am Tag als ich. Täglich wirklich mehrere hundert Abonnenten. Im Monat halt auch teilweise Sende über 20.000. Und das nicht erst seit gestern. Auch seine Songs bekommen momentan immer weniger Reichweite. Natürlich, auf YouTube und auch auf Spotify gibt es halt noch Tracks, die halt 6.000 bis 700.000 oder auch ein paar Millionen Aufrufe haben. Aber seine richtigen Hits, die wirklich 10, 20, 30 Millionen Aufrufe haben, die sind halt alle aus dem Jahre 2017, 2018 bis vielleicht Mitte 2019. Also auch da lässt er wieder mega nach. Ich gönn dir 10er. Ja, wenn du mir 10er gönnst, dann passe ich die Lautstärke richtig an. 5, 6, 7 Millionen Aufrufe hat. Wer sich Lachs nennt. Und das ist halt Kommunikation, der halt geklaut ist. Mit dem Verhalten, was Enno an den Tag legt, dass er wirklich immer und durchgehend alle möglichen Leute beleidigen muss, teilweise sogar Leute einfach schlägt, obwohl es keinen triftigen Grund dafür gibt. Die Tatsache, dass er einfach jeden seiner Songs einfach klaut und ein absolut menschenverachtendes Verhalten an den Tag legt, hat er das Ganze meiner Meinung nach auch komplett verdient. In der Deutschrap-Szene ist er durch Aussagen wie Deutschrap ist fresher denn je und wir haben Amerika seine Mutter gefickt. Und natürlich nicht zu vergessen, Berlin, was geht ab, mach mal Lärm. Einfach zum größten Meme im Deutschrap-Universum geworden. Ich meine, so Seiten wie Memes für Rap oder auch Klo1444 machen sich ja quasi täglich über den lustig. Und ich wette, die haben auch noch genug Inhalte, um damit 10 Jahre weiterzumachen. Jeder in der Deutschrap-Szene macht sich einfach nur noch über dich lustig. Selbst wenn man unter seinen Tracks guckt, dann findet man fast nur noch ironische Kommentare über ihn ganz oben. Herzlichen Glückwunsch, du hast recht, Deutschrap ist... Alter, Lai, vielen, vielen lieben Dank für die 50 Bits, Bruder. Ich danke dir. Auf jeden Fall fresher denn je. Wie lange streamst du schon? Ich stream schon seit 3 Stunden 37 Minuten, Bruder. Okay, thanks, bye. Ich habe vor kurzem ein Video... Sehr stabil, Leute. Sehr stabil.
Ich finde generell Fronts gegen Rapper finde ich immer sehr toll. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Deswegen gibt ein Like.